Hallo, dürfen wir mal probieren? Ja, gerne. Sehr gut. Willst du auch? Nee, danke. Eigentlich muss ich dir das nur ins Gesicht spritzen, dann sieht's aus wie immer, oder? Hallo Freunde der Sonne, es ist mal wieder grüne Woche und das heißt Schmarotzer-Duell. David Hein habe ich gar nicht gefragt, Charmin kann ich, deswegen habe ich jemanden geholt. Sie sieht auch gut aus, ist eloquent. Ja, und ganz witzig, Maria ist da. Maria und ich werden schmarotzen und natürlich haben wir keine Plastiktüten mehr, weil das ist voll uncool. Wir haben Plastikkanister. Die werden wir danach wieder sauber machen und benutzen oder Waisenkindern schenken. Das ist ganz toll, aber jetzt werden wir sie erstmal voll machen und schmarotzen. Regeln erklären wir währenddessen. Wird der schnell voll. So, weiter geht's, weiter geht's. Ah, das ist am Anfang so unangenehm. Ich hab schon doppelt so viel wie du. Du musst das Ding voll machen und wenn du, also wenn ich schneller voll bin als du, ja, dann musst du aus deinem einen Mix essen. Ist natürlich doof, wenn du Veganerin bist, kannst du nicht so viel mitnehmen. Wollen Sie noch aufessen? Wenn nicht, schmeißen Sie rein, ich bin der Müllmann. Danke. Ach, schade. Die Stäbchen musst du rausmachen, das willst du ja später nicht essen. Nicht, dass es in deinen Hals sticht und du stirbst. Oh, das ist stark. Scheiße, das ist sehr stark. Darf die sich den ganzen Apfel nehmen? Hallo, ich bin YouTuber. Hast du dich über dein Pausenbrot bei? Ja, ich hab mal. Ja, ich muss mal schmarotzen. Hau mir mal ein Pausenbrot bitte rein. Wenn jemand schon bei dem Stand war, dann darfst du, außer wir sind gleichzeitig da. Aber wenn ich dahin renne, darfst du nicht hinterher. Es ist vom Gremium des Schmarotzens verboten. Guck mal, sehr gut. Ich nehme die Tomaten. Also musst du auspacken. Ich nehme die Tomaten. Geil. Ich mache jetzt einfach das, was ich in der Schule die ganze Zeit gemacht habe. Welchen Honks du Pausenbrote wegnehmen. Darf man einmal? Dankeschön. Ey, guck mal, schmeiß mir mal das Rest vom Mettbrötchen rein. Oh, das sind so deine, das ist typisch Veganerin. Auch ja, wenn sie Mett drauf hatte. Ein bisschen Pferdebalsam. Pferdebalsam ist super. Du denkst, Pferdebalsam ist für Pferde. Das stimmt aber nicht. Pferdebalsam macht meine Oma immer rauf, wenn man Nackenverspannung hat. Also ich esse auch gerne sowas. Ja, beiß doch mal ab. Die klaut. Maria würde gerne auch so eine Frisur haben. Könntest du mir ein paar Tipps geben? Oh ja. Du darfst nicht mehr zu den netten Herren. Hau rein. Du bist der Geilste. Ja. Den Herrn netten Herrn gefragt. Ich brauche jetzt. Oh nee. Ja, komm mal hin. So, bitteschön. Ich mache gerade das mit dir, was Deutschland auch mit England vorhatte. Ganz schnell einnehmen. Bist du von McDonald's? Ja. Guck mal, von wem ich bin. Wollen wir mal ein Freundesbild machen? Nur Dekoration steht da. Wie viele Assis wollten hier schon Traum klauen? Ich bin der erste Tag da. Ach so, aber die eine liegt hier so einsam, die nehme ich mit. Aber, hallo. Aber du bist ekelhaft. Nee, du schüttest dir das da rein. Ah, Wasser ist gut, danke Wasserbetriebe. Nein. Guten Appetit. Dankeschön. Wow, wegen einem Blatt hat sich voll gelohnt. Jungs, nicht nur Handyspielen, auch aufpassen, ja? Ja, ja. Mit Soja. Kann ich auch mitmachen? Oh, der schmeckt ja wie Nutella. Ich bin gerade ein Assi beleidigt. Ich habe gestern noch dein Video geguckt. Zu Recht, wer Mütze im warmen Raum aufhat, ist einer. Du musst irgendwas hier reinmachen. Ich habe gestern noch dein Video geguckt. Mütze, und dabei hast du auch Mützeglatze gespielt, oder? Komm, ich helfe dir. Ich bin auch Kollege. Also eine Tomate wäre okay. Ich würde, kann ich eine Mango haben? Eine Traube ist okay. Nee, was Schweres. Oh, ist die junge Dame nett? Da musst du aber mal Danke sagen. Ich bin jetzt vegan und deswegen habe ich einen Äpfel drin und er kann hier mit seinem Fleisch das voll bla, machen. Bla, bla, bla. Ja, guck mal hier, so wächst Grünkohl. Da soll man mal sagen, Kinder lernen nichts auf mein. Ist das Grünkohl? Ist das Grünkohl? Ja, guck. Ja, habe ich doch drauf gezeigt. Pass doch auf, kein Wunder, warum du auf der Hauptschule bist. Nitos. Bitte schön, die Prinzessin. Das hat doch keiner gesagt. Ja, verständlich. Könnte man ja auch essen, was da rauskommt, wa? Man sieht hier mehr Frauen mit einer Wurst im Mund als auf der Bühne. Habt ihr eure Stullen bei? Oh Gott, hab ich schon was mit? Oder du siehst kriminell aus, klau deine Ananas. Ja, gerne. Dankeschön. Nein, das meinst du, darfst du nur trinken? Ja, ich will doch noch trinken. Wir wollen gerne von dir wissen, welche dir besser schmeckt. Habt ihr Eier da? Wir haben auch Eier da. Wenn ich zwei Eier krieg, mache ich mit. Ja. Dankeschön. Gerne.
Sogar Pfand 25 Cent. Ja! Ich dachte, du hättest zwei Eier. Hab ich. Die kann ich dir auch gerne zeigen. Nee, das können wir lassen. Ah, große Klappe, nichts dahinter. Ich spende mein Pfand. Das ist übrigens ganz wichtig. Ja, wenn ihr Pfand in eine Tonne schmeißt, falsch. Stellt es daneben, dann kann ich es mitnehmen. Nee, kannst du mir gar nicht. Nee, der macht es so, glaube ich. Ja, also so rein, genau. Ja, passt schon. Dankeschön. Was sagst du jetzt so vom ersten Gefühl? Relativ gleich eigentlich. Ja, das wird knapp. Der Power Mamba. Mit 33% Protein. Wow! Ohne Schwein und ohne Nein! Das ist mehr als manch ein Proteinriegel hat. Das ist schon echt. Unglaublich! Aber übrigens an alle, die meckern, das ist Essensverschwendung. Die Eier esse ich nachher, sie ist ihr Obst und alles andere. Das kommt, hier ist ja noch so eine Abteilung, wo Tiere sind. Das kriegen die ganzen Tiere. Ja. Und die machen wir dann zu Wurst. Milch. Was ganz geil ist, die ganzen alten, dicken Omas und Opas, die hier langlaufen, das sieht so aus wie Zwerge, die auf dem Weg zum Erebor sind, ihr Reich zurückerobern. Ich habe heute schon wieder so viele Zuschauer von mir angefasst. Boah, es riecht hier echt nicht so geil drin. Ich liebe es. Guck mal. Und stell dir das mal, übersüß, oder? Und Maria, stell dir das mal vor, so an so einem Spieß, drehend, über Feuer. Njam, 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 njam. Die Kuh kommt übrigens aus Marzahn, die nennt sie. Ah, neues Handy-Hintergrundbild, super. Ich sehe gerade das Kuhhinterteil und dein Gesicht, ich sehe keinen Unterschied. Aber ich hab auch Ähnlichkeit mit der Kuh vom Schwanz. Überleg mal, Timo, so ein kleiner Klopfer mit Bratkartoffeln und schöner Soße. Muschi, muschi, muschi. Maria, 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 guck dir mal die dicke Katze da drin an. Tobi, hast du Stunden von deiner Mama bei? Ja. Gib mir mal welche für meinen Schmarotzerbeck. Hau rein. Danke, Tobi. Grüße an Mutti. Geil. Da sind die nächsten 30 Pop-Socket-Verkäufe gesaved. Sogar die Tiere haben mehr Bartwuchs als ich. Das erinnert mich so ein bisschen, wenn man essen geht mit Miss Bella. So dieses Gesicht beim Kauen. Oh, Maria, echt schade, dass sie nachher alle geschlachtet werden. Was? Ich hasse so eine Leute. Hol mal noch ein paar. Dürfte ich mir einen Apfelstibitzen? Natürlich. Dankeschön. 2, 3. Ich fasse noch mal zusammen. Alle Schmarotzer hinsetzen, die kriegen dann was. 9, 10, 13. Die ist Veganer. Wollen wir mal so... Buh! Ja. Wollen wir ein bisschen Dschungelcamp machen, Insekten? Gönn dir. Warum? Ist doch kein Insekten? Dich habe ich letztens illegal gefällt. Hä, ganz ehrlich, bei deiner Karriereentwicklung bist du schneller im Dschungelcamp, als du denkst. Die Damen sind ja auch alle so alt wie ein Baum. Dankeschön. Du klebst jetzt einfach irgendwie zum Opa, das auf dem Rücken, den Aufkleber. Boah, machst dich über Senioren lustig, wie asozial. Maria, du sag mal, hier auf deinen Aufklebern steht Send Dick Pics. Was bedeutet denn das? Wissen Sie, was sie da will? Nein. Hey, kannst du das uns mal erklären? Das stolpern wir mir echt peinlich. Ich bringe jetzt meinen Müll weg, weil wir haben die Erde von unseren Kindern nur gepachtet. Ich bin Robert Hofmann im Urlaub. Übrigens, ich kaufe mir einen neuen SUV. Hi! Hi! Ich bin großer Fan von dir. Guck bitte nicht meine Videos, dafür bist du zu jung. Weil ich mitgekriegt habe, dass du ein ganz schöner Langfinger bist. Da ist der Stand von Katar. In Katar werden die ihm die Hände abgehauen. Los, klau mal! Hat die Kappe schon gesagt, dass du nach Hogwarts darfst? Nee, schon noch. Guck mal, da ist Schweinespeck. Hier auch. Maria, wir haben richtig geshoppt nebenbei noch. Maria, ganz gesund, was? Datteln? Und ich, Reese's und Fanta. Hier fällt der Bierpreis minütlich. 4 Euro. Weiterlaufen, weiterlaufen. Entschuldigung. 3,50. So, wir sind fertig. So, Maria, dann häng mal deinen Spaß hier ein. 1,85 Kilogramm. Okay, das merken wir uns. 1,85. Nein! Ah, warte, der ist auch auf 1,85 gesprungen. Nein. Aber das Geile ist, bei mir ist nur Obst drin und bei ihm ist alles Ekelhafte drin. Ja, und das Schlimme ist, wir nehmen das Essen erst morgen auf. Das heißt, es wird alles noch Suppen. Die guten Eimer haben jetzt 24 Stunden gegammelt. Und ich hatte den eben kurz einmal auf. Ey, das ist so widerlich. Ey, wir brauchen einmal. Ich gehe mal gucken, ob ich irgendwas zum Reinspeien finde.
Das ist das ekelhafteste, okay, was ich je gesehen habe. Du hattest schon Penisse im Mund. Und auch ein Stück Apfel. Fertig. Dr. Bob sagt immer, nicht die Nase zu halten, sonst verschluckt man sich. Gut. Timo, willst du mal probieren? Nein? Okay, dann sind aber auch die Gehaltsverhandlungen für dieses Jahr gestrichen. Oh, hier ist aber mauschlich warm. Äpfel und Nüsse und eine Mandarine und Gummitiere. Ach, ja, das esse ich jeden Morgen. Haben wir noch irgendwie so Asbest im Büro, was wir reinmachen können oder so? Das ist kein voller Mund. Doch, mein Mund passt nicht so viel rein. ja. Ich werde, aber du bist ja gar nicht bestraft worden. Ja, weil ich das ordentlich gemacht und du hast einfach jede Scheiße reingemacht. Hier findet ihr alle Infos zu Maria, die ihr braucht. Muss man ja so sagen. Danke fürs Zuschauen. Follow us on YouTube, on Facebook, on Instagram. Hey meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, folgt Maria auf Instagram, folgt mir auf Instagram und jetzt in der Endcard seht ihr Maria, ihren tollen Auftritt bei Lachen bis der Aaron kommt. Guckt euch den direkt an, weil das ist ein Meisterwerk, oder? Meister, da kann man schon sagen. Ah nee, wir wollen nicht so hochstapeln. Nee, nicht so hoch. Das ist voll Grütze, das ist wie ein Lochiel-Song. Ich glaube, ich wäre keine gute Mutter, dafür bin ich zu Hipster. Ja, ich würde mein Kind nicht stillen, weil das wäre nicht vegan. Das Einzige, was mein Kind bekommen würde, wäre Club Mate und Gluten.